Abonniere den Kanal und hinterlasse dein Like. Das motiviert mich, das Beste aus dem FC Bayern herauszuholen. FC Bayern München, ist Kai Havertz ein Transferziel? Havertz war schon oft ein Thema an der Säbener Straße. Kommentar. Was haltet ihr von Kai Havertz in der bayerischen Besetzung? Der englische Journalist Simon Phillips berichtet, dass der FC Bayern weiterhin Interesse habe. In London sollte man sich sogar auf ein konkretes Angebot einstellen. Sie wissen, dass es Interesse gibt. Sie wissen es schon länger und warten deshalb auf das Angebot der Bayern, ein Transfer in diesem Winter kommt jedoch nicht in Frage. Havertz könnte im kommenden Sommer Transferfenster an die Isar wechseln. Kai Havertz zum FC Bayern? Berichten zufolge stimmte der Chelsea-Star einem Wechsel im Sommer zu. Wie auch Phillips auf dem Portal GiveMeSport schreibt, wäre Havertz im Sommer gerne vom FC Chelsea in Richtung München gegangen. Der 23-Jährige war mit seiner sportlichen Situation unzufrieden und soll auf einen Wechsel gedrängt haben, als die Bayern ihm einen Wechsel anboten. Trotz des vermutlich ernsthaften Interesses der Münchner scheiterte ein Transfer. Havertz wird vertreten durch das Beratungsunternehmen Ruf, eine Agentur in Grünwald mit rund 40 Mitarbeitern. Ruf berät unter anderem die Bayern-Profis Serge Gnabry und Sadio Mane. Letzterer dürfte auch dafür verantwortlich sein, dass Havertz nicht für den Sommer nach München wechselt. Um sich in der Offensive breiter aufzustellen, verpflichteten die Münchner den Senegalesen Mane für knapp über 30 Millionen Euro. Havertz soll mindestens das Doppelte kosten. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 70 Millionen Euro. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim FC Chelsea läuft noch bis 2025. Dann endet übrigens Manes Vertrag beim FC Bayern München. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, danke ich dir.